So, hallo, wir machen weiter. Bei, ich habe es noch nicht offen, Things, ist jetzt nur ein Part, weil mir gerade gedacht habe, ich muss jetzt auch was aufnehmen. ja, und wir sind, genau, bei der Dimension Door stehen geblieben, die mich ein wenig ausgenockt hat. Und dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Die lassen wir erstmal Dimension Door sein. Boone ist jetzt nämlich Jesus. Das klingt doch schon viel, viel angenehmer. Ja, let's go, Boone Jesus oder so. Oh, wir können über Wasser laufen oder was? Ist das jetzt Jesus? Was? We're nicht running at max speed, he can run on water. Make sure to arc your jump to retain your speed. Cut your arc too much and you lose speed. Kann man dieser Explosion ausweichen? Weil klar, wenn ich eine Messagebox auslöse, ist das Wasser weg und dann ist das Level kaputt. Aber kann ich mit genug Speed dieser Explosion ausweichen? Ja. Okay, also die Explosion bringt eigentlich nicht so viel, weil dann ist halt das Wasser weg. Okay. Gut. Yay. Oh mein Gott. Wie viel muss ich rennen, dass ich. Okay. Ich muss wirklich Running Speed haben. Okay. Okay. Mache ich das denn da drüben? Was ist das für. Also, ich habe ja schon im letzten Part oder im vorletzten. Ich war, oh Gott, wie mache ich das denn? Im letzten oder im vorletzten Part über die Musikauswahl hier gesprochen. Was ist das jetzt hier? Also. Nicht, dass das jetzt irgendwie schlecht wäre. Ich frage mich einfach, wie ist so eine Auswahl. Oh, wie mache ich. Wie ist. Okay. Ich frage mich einfach, wie so eine Auswahl zustande kommt. Also, wie kam. Jo, wie. So, wie. Wo soll ich denn da hin? Also, wie kam Simple Dude. Heißt. Nee, Sweet Dude. Auf die Idee, yo. Dieses Lied ist das Lied, um wie Jesus über Wasser zu laufen. Oh mein Gott, okay. Das könnte in so richtig in etwa so funktionieren. Ja, bin fast noch ein bisschen zu schnell an der Stelle, aber ich muss ja schnell bleiben. Ja. Oh Gott, okay. Wir sind schon mal weitergekommen. Mist. Okay, und da dann einen Spin-Jump ansetzen. Also solange ich schnell bin, werde ich halt nicht im Wasser landen. Das muss ich nutzen. Ich muss die ganze Zeit den P-Speed aufbauen. Also den. Ich muss die ganze Zeit den P-Speed behalten. So, das wollte ich sagen. Guten Morgen. Also zu wenig diesmal. Dieses Lied. Es ist viel zu fröhlich. Das passt irgendwie nicht zu einem. Ich weiß nicht. Ich finde die Musikauswahl schön, in der es sich, dass es schöne Lieder sind, aber nicht passend. Keine Ahnung. Es ist irgendwie so das typische Slice of Life-Lied, was eben in so einem, keine Ahnung, so einem Romance-Anime laufen könnte. Weiß ich nicht. Es passt irgendwie nicht. Das Lied ist schön. Aber ich sehe das Lied. Ich würde jetzt niemals dieses Lied wählen,
um es in dieses Level zu packen? Was würde ich hier für ein Lied wählen? Auf jeden Fall nicht das. Weiß nicht, sehe nur ich das so, dass die Musikauswahl ein bisschen... interessant ist? So, zack. Und jetzt muss ich da drüben umdrehen. Verstanden. Und dann da über den drüber. Okay. Und dann muss ich schwimmen. Okay, interesting. Das heißt, da verliere ich auf jeden Fall den P-Speed. Es geht gar nicht anders. Okay. Das klingt ja dann fast danach, als ob danach so ein Midway-Point kommen müsste eigentlich. Weil, wenn man dann langsam ist, was soll noch anderes kommen außer dem Midway-Point, ne? Außer man nimmt halt wieder irgendwo Speed auf. Klar, kann das vor Midway-Point noch passieren, aber ich würde es nicht vermuten. Ich würde denken, dass da dann der Midway-Point kommt tatsächlich. Okay, ich habe keinen Spin-Jump gemacht, warum auch immer. Ah! Okay. Oh, vielleicht wäre es sinnvoll, an der Stelle einen Spin-Jump zu machen. Ja, dann komme ich da besser drauf, also ist sicherer. Ich meine, ich kam auch jetzt so drauf mit einem normalen Sprung. Aber... es... ja doch, das macht vieles einfacher. Okay. Ja, weil genau, weil der normale Sprung ist fast ein bisschen zu hoch. Spin Jump ist an der Stelle sinnvoller. Da ist ja auch nicht vorgeschrieben, wie ich da abspringen muss. Passt ja. Oh, okay, das war schlecht. Da muss ich normalen Sprung machen. Ja, das war doof. Ah, das war auch doof. Muss so rumdrehen. Ja, aber das ist... Das läuft tatsächlich ein bisschen besser an der Stelle, einen Spin-Jump zu machen. Das ist weniger fehleranfällig. Nein! Mist. Vielleicht ist es ja sogar so gedacht. So, das sind wir schon wieder hier. Also jetzt normaler Sprung. Zack. Und jetzt wissen wir, ich muss hier langsamer werden, um zu schwimmen eine Runde. Ah, und dann muss ich jetzt auf den drauf. Ja, und da ist der Midway Point, wie ich es mir gedacht habe. Wie ich es mir gedacht habe. Nice. Nächster Abschnitt. Ah, okay. Okay, da muss ich dann irgendwie schnell bleiben. Aber so bleibe ich an sich ja schnell. Und da bräuchte ich Shell. Okay, verstanden. Ja, wir gehen einfach nochmal zurück. Gar kein Problem. Yes! Okay, gut. Der Anfang klappt schon mal. Ja, so nicht. Dieser Mancha. Ja, nein. Ja, oh, da muss ich da runter. Okay. Dann muss ich da runter und dann renne ich an der Seite wieder hoch. Okay. Und dann darüber irgendwie. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich ganz oben bin.
wir die. Okay. Wie genau soll ich. Also. Wie hat sich das Spiel das vorgestellt? Also ich muss auf jeden Fall direkt weiter, weil wenn ich zu lange warte, dann kommt da unten der Dings und dann ist eh vorbei. Aber wieso komme ich von da oben weg? Ich glaube, so die Technik von der Wand abzuspringen ist noch etwas, was mir noch so ein bisschen nicht geläufig genug ist. Muss mir ein bisschen anüben. Ja, aber brauche ich die überhaupt? Komme ich nicht mit der Shell auch einfach so darüber? Like, nein, das reicht nicht, okay. Also das reicht definitiv nicht. Ja, das ist... Dieser Absprung, den muss ich irgendwie... Ich muss erst den Sprungknopf drücken. Und vielleicht einfach auch gar nicht eine Richtungstaste. Probieren wir mal. Das ist was ich einfach noch nie so richtig geübt habe. Weil sobald man eine Richtungstaste drückt, habe ich das Gefühl, dass man weniger weit nach rechts kommt. Also ich werde jetzt mal nicht nach rechts drücken, das habe ich jetzt jedes Mal gemacht. Ich drücke jetzt mal nur die Sprungtaste. Ach so, ja, ich sollte aber vielleicht links loslassen. Okay, ich lasse links los, drücke aber nicht rechts. Probieren wir es so. Stabil. Ach komm. Nee, irgendwie. Da müsste ich jetzt erstmal so ein bisschen üben, wie man von dem Ding abspringt, vernünftig. Das habe ich tatsächlich noch nie so richtig. Also mir ist die Physik, die Mario-Physik einfach, die SMW-Physik selbst ist mir dann noch nicht so bewusst. Das hat jetzt nichts mit dem Hack zu tun. Ja, genau so. Oh mein Gott. What? Darf ich den Pilz nicht sammeln, weil ich da groß bleiben muss oder was oder wie oder wo? Okay. Wie ist das denn gedacht? Na, so nicht. Na, so nicht. Also, da kommt eine interessante Stelle. Ich werde groß und dann muss ich... Warte mal, kann ich auf dem Ding rutschen und dann so... Ja, okay, ich kann geduckt abspringen. Dann muss ich das wohl tun. Ah, wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht? Was habe ich anders gemacht als... Ich glaube, ich bin abgesprungen und ich habe direkt nach rechts mitgedrückt, irgendwie so. Nee. Hä? Bestimmt irgendwie die Reihenfolge, aber was habe ich gerade gemacht, um das hinzukriegen? Ja? Okay, da ist einfach das Ziel. Das war's schon wieder. Nice. Ja gut, haben wir. Müssen wir jetzt nur noch umsetzen. Ist jetzt nicht mehr so wild. Schön, schön, schön. Kriegen wir hin. Oh.
Das ist der, also das ist die schwierigste Stelle von dieser Wand abspringen und dem Hochlaufen. Das ist das Schwierigste für mich aktuell. Das ist so das, was mich in dem Level aktuell aufhält. Alles andere kriegen wir hin. Nice! Oh. Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Ich muss unten durch. Ups. Okay, das ist nicht das Ziel. Ergibt jetzt auch Sinn. Ich muss unten durch. Ja, ja, okay. Und dann kommt da was mit dem Spin-Jump. Da war eine blaue Münze. Okay, ist doch noch nicht das Level beendet. Ups, war ein bisschen voreilig. Ja, schade. Ach, Mist. Nein! Ich weiß noch nicht genau, wie es geht. Es ist bisher mehr so auf Glück, dass ich es manchmal schaffe. Sag mal. Nein. Okay. Ach, jetzt. Oh, shit. Ja. So wär's schlecht. So wär's gut. Also ich muss... Okay, erst die Taste. Ja, erst die Richtung, dann den Sprung. Klingt komisch, scheint aber so zu sein. Ja. Okay. Das war mir von der Physik her noch nicht klar. Aber interessant, dass das so funktioniert. Ja, okay, alles klar. Mhm. Dann wird es jetzt nämlich öfter funktionieren, weil jetzt langsam ich den Dreh raus habe. Oh, shit. Jetzt fangen natürlich dann die Stellen an, Probleme zu machen, die wir gerade schon geschafft haben. Ist klar. Ist klar. Weil sobald man einmal schafft, ist natürlich das andere dann wieder schwierig. Okay, ist einfach normales Goal. Gut. Gut, nehmen wir so. Nehmen wir so. Mond habe ich keinen gesehen. Schön. 1917. Okay. Zack. Pipestar. Weiter geht's. Das ist aus Dings. Golden Coins. Six Golden Coins. Gameboy-Spiel. Super Mario. Großartiges Spiel. Großartiges Let's Play von mir dazu. Schon uralt, aber wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne mal angucken. Damals habe ich noch Vorspulmusik verwendet. Da kommt Fairy Tale Vorspulmusik einfach beim letzten Level vor. Ja, ja. Keep one pipe at the bottom and one at the top. I installed sprite killers to help you. Was?
Keep one pipe at the bottom and one at the top. Hä? Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Oh mein Gott, was? Stoppen! Okay, das ist sick. Geht das mit jeder Röhre? Nein. Wieso darf es... Oh. What the actual F? Okay, ich kann da nicht hoch, oder wie? Doch, ich kann da hoch. Hä? Woran bin ich dann gerade gestorben? Stopp, ich wollte damit. Ich wollte damit. Das wäre richtig gewesen, okay. Ah, ich bin an dem Mancher wahrscheinlich gestorben, der da neben war. Nein! Oh. Okay, das ist irgendwie interessant, aber irgendwie auch creepy. Gut. Ja, an dem Mann. Ich verstehe, ich bin in den Mancher reingerutscht. Okay, also nicht gerutscht, aber... Okay, ja. Und dann muss ich da hoch. Ah, okay, ich verstehe. Weil jetzt wäre dann die, jetzt müsste ich die holen. Yo! Das ist mal ein äußerst interessantes Gimmick. Nee, ich wollte den... Oh, ich wollte hoch und den rüber... Okay. Da muss ich echt fix sein. Nice. So. Ah, wir haben keine Zeit zu verlieren, ne? Weil jetzt ist die Plattform... Okay, ja, ich muss mit der... Oh. Oh, dann muss ich da... Was? Jetzt ist die da. Und das Ding ist aus. Bruder. Da ist der Midway Point wahrscheinlich dann irgendwann. What the heck muss ich denn da alles machen? Ach komm. Rein. Rüber. Hoch. Mitkommen. Rauf. Rein. Rauf. Brücken. Raus. Rüber. Oh mein Gott. Drücken. Weiter. Nein, ich hätte reingemusst. Oh. Scheiße. Das war, glaube ich, richtig. In gewisser Weise. Junge. Ah, die ist nicht drauf. Ach.
Na, Nein! Ah, zu langsam. Nee! Wieso schmeiße ich denn immer in die falsche Richtung? Wait, stopp. Scheiße. Ah, den hätte ich hochwerfen müssen. Oh, was passiert eigentlich? Okay, man könnte sogar... Man könnte die werfen und würde noch rauskommen. Interessant. Ob das irgendwann nötig oder das wird bestimmt irgendwann benutzt. Das wird bestimmt irgendwann noch benutzt, dass ich mich vielleicht ins Ziel werfen muss oder so ein Quatsch. Ach, Mann! Ey, dass ich immer in die andere Richtung dann drücke. Ist denn das? Nein, nicht nehmen! Habe ich die runter... Ich habe die runtergefetzt. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Ah ja, aber dafür... Okay. So, nein! Ich... Wieso kann ich nicht einfach in eine Richtung mehr? Also, warum bin ich denn dumm? Hallo? Oh, das war knapp. Müsste aber noch gehen. Müsste alles noch im Rahmen sein. Ja, alles noch im Rahmen. Ah, ich bin... Too slow. Ich krieg hier gleich Zustände. Nein, 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 du musst mich da reinlassen. Aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh. Okay, mein Ziel wäre noch zum Midway Point zu kommen. Ich glaube, das Level müssen wir heute nicht mehr schaffen. Midway Point wäre noch ganz schön. Oh, das war schon wieder so knapp. Nimm den doch nicht immer mit. Okay, so. Nein, jetzt ist die Plattform weg. Ich...
Scheiße. Bin immer ein Ticken zu langsam. Hallo. Das war knapp. Müsste aber alles noch im Rahmen sein. Ja. Nimm die nicht, Mann! Nein! Oh! Hallo! Schon wieder. Warum bin ich zu dumm? Das sind drei Stück. Es sind drei Stück da. Ich treffe keinen einzigen. Das kannst doch keinem erzählen. Das kannst doch keinem erzählen. Gut. Gut. Ja, aber jetzt? Jetzt hätte ich da drauf gemusst, ne? Ja, scheiße. Dann muss ich noch auf die Plattform und... Oh, Junge. Aber da muss der Midway kommen, weil ich verliere ja meine... Ich verliere ja meine Röhre, da muss der Midway eigentlich kommen dann. Wie? Will ich überhaupt die zweite Röhre dann nochmal mitnehmen oder brauche ich die dann vielleicht gar nicht mehr? Also vielleicht ist ja das mein falscher Gedanke, dass ich diese zweite Röhre, die dann da auf der einen Stelle liegt, dass ich die nochmal mitnehmen will. Aber ich wüsste nicht warum, also so, wenn ich die nicht mitnehmen wollen würde, könnte sie auch einfach runterfallen. Ich denke schon, dass ich die nochmal mitnehmen will. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Na, die landet ja nicht grundlos an der Stelle. Ich denke schon, dass ich die mitnehmen will. Oh, super. Ah, super. So. Ah, einfach hier rüber. Okay, das war... Ja, alles klar, verstanden. Verstanden. Okay, bis zum Midway kommen wir noch. Das haben wir gesehen. Und deswegen muss ich die mitnehmen, damit ich dann nochmal hochwerfen kann. Verstanden, geschafft. Muss ich es nur noch umsetzen. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig interpretiert. Sehr schön. So. Jetzt nicht an dem Mancher sterben und dann sollten wir es geschafft haben. Yes! Puh, okay. Was ist jetzt anders?
While behind the net, you will go through any sprite that is not behind the net. Red stars are instant death. Red stars? Ach so, die roten Sterne, ja. Weiß schon, was sie meinen. Oh, jetzt komme ich aber nicht mehr nach hinten. Nach hinten komme ich nur. Okay, verstanden. Nach hinten komme ich über die Röhre. Ah, jetzt komme ich aber nicht mehr. Was passiert jetzt? Okay. Das ist wild. Aber was muss ich tun? Ich meine, ich kann klettern. Oh ja, ich kann klettern. Natürlich. Natürlich. Ich kann ja klettern. Das soll wahrscheinlich. Oh Gott, was ist denn hier? Ich wette, dass ich da irgendwie keine Ahnung was machen soll. Ach so, jetzt habe ich die ja hier. Ja, nee. Also wie kriege ich denn die andere jetzt da durch? Ich verstehe nicht. Wie ich die Viecher kaputt... Oh. Okay, so mache ich die Viecher kaputt. Dann komme ich mit der hier durch. Uns ist jetzt gerade mal egal, dass ich das längst versaut habe, weil ich das Teil jetzt nicht habe, ne? Das ist mir schon bewusst. So. Ah, nee, Mist. Ja, das war dumm. Okay. Ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, da muss ich viel nachdenken. Das machen wir in Ruhe beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.